Einen guten Tag, meine Damen und Herren. Sie wissen, wenn ich vorne auftauche, geht es in der Regel um den silbernen Meridian, den Raumfahrtpreis der Raumfahrtvereine und Freunde in Europa. Und wir vergeben heute den Preis des europäischen Raumfahrtvereine und Freunde silbernen Meridian 23 zum 6. und auch zum 7. Mal. Ich werde darauf nochmal zurückkommen. Als wir 2018 den Preis ins Leben gerufen haben, waren in der Raumfahrtszene skeptische Stimmen, skeptische Stimmen zu vernehmen, braucht es wirklich einen weiteren Raumfahrtpreis. Meine Damen und Herren, wir leben in einer Zeit, die an Krisen und nicht arm ist und die uns vor mannigfaltige Herausforderungen stellt. Die ganz neue Anforderungen an unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und somit auch an das Schöpfertum, an die Kreativität und den Erfindergeist mit sich bringen wird. Wir werden diese Herausforderungen nicht bestehen können, wenn es uns in die nachfolgenden Generationen an klugen, gebildeten und wissbegierigen Menschen fehlen wird. Schlichtweg an wissenschaftlicher und technischer Exzellenz. Dazu bedarf es Menschen, die durch persönlichen Einsatz und mit Freude und Enthusiasmus, mit Kompetenz und Leidenschaft ihr Wissen an junge Menschen weitergeben und sich so der Dysfunktionalität unseres Bildungssystems entgegenstellen. Und genau solche Menschen ehrt der Silberne Meridian und er würdigt ihr Engagement. Der Silberne Meridian ist also wichtiger denn je. Was hat das nun alles mit der Raumfahrt zu tun? Natürlich könnten wir auch darüber reden, dass das auch die Tiefseeforschung oder die Urweiterforschung leisten könnte. Aber wir sind hier, wir sind auch ein Familientreffen der Raumfahrtfans und deswegen geht es hier bei uns um die Raumfahrt. Die Satzung der Verleihungsinitiative für den Silbernen Meridian sagt dazu Folgendes. Raumfahrt ist eine Metapher für den Aufbruch junger Menschen zu neuen Zielen und zur Überwindung von Grenzen. Raumfahrt ist nicht nur spannend, sie steht dafür, Wagnis und Risiken einzugehen und Neuland zu betreten. Ich zitiere Klaus-Peter Wilsch, den Vorsitzenden der Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt im Deutschen Bundestag. Auf diese Weise verdeutlicht sich erneut die doppelte segensreiche Wirkung von Raumfahrtforschung und Technologie. Einerseits weckt sie die Begeisterung junger Menschen für die MINT-Fächer und Berufe. Diese jungen Ingenieure, Physiker, Mathematiker oder Chemikanten sind der nachwachsende Rohstoff, den unsere Wirtschaft und Innovation für Wachstum und Voranschreiten braucht. Andererseits liefert diese Raumfahrtforschung Spitzentechnologien für die Industrie von morgen. So, nun kommen wir zur Verleihung des Silbernen Meridians 2023. Wir werden in diesem Jahr zum 6. und zum 7. Mal, also zweimal vergeben. Der Grund dafür ist, dass wir eine Reihe von Vorschlägen hatten, eine Vielzahl von Vorschlägen
sodass sich die Verleihungsinitiative entschlossen hat, den Preis in diesem Jahr zweimal gleichwertig zu vergeben. Ich komme jetzt also zur ersten Laudatio. Der Preisträger des höheren Lehrjahres 2023, Preis des Kuratoriums, ist der Raumfahrtgemeinde gut bekannt. Jahrgang 1954 studierter Betriebswirt, entdeckte er früh seine journalistischen Talente und sein Interesse an der Raumfahrt im Broterwerb bei einer namhaften Raumfahrtkonzern an einer kaufmännisch-technischen Schnittstelle tätig und nun im Ruhestand. Nutzt er seit unzähligen Jahren buchstäblich jede Minute seiner Freizeit, um der interessierten Öffentlichkeit Informationen, Wissen, Neuigkeiten und Zusammenhänge über die Raumfahrt zu vermitteln. Dabei spricht er alle vom Alter oder Bildungsstand unterschiedlichen Gruppen der Gesellschaft an. Er kann ohne Übertreibung als einer der fleißigsten der deutschsprachigen Raumfahrtautoren zählen und bezeichnet werden. Er hat meines Wissens 27 Bücher zur Raumfahrtgeschichte geschrieben. Und zur Raumfahrtgeschichte geschrieben und veröffentlicht und auch zur Gegenwart. Seine Typenbücher und Enzyklopädien sind bei beliebten Nachschlagewerke die 22. Ausgabe des populären Raumfahrtjahrbuchs Space, herausgegeben vom Verein zur Förderung der Raumfahrt, ist kürzlich erschienen. Hat Karriere in der astronomischen Raumfahrt gemacht. Am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt arbeitete er im Bereich astronomische Raumfahrt, ISS und Exploration. Dort leitete er unter anderem die Missionen der deutschen ESA-Astronauten Alexander Gerst, Matthias Maurer sowie innovative Hightech-Experimente für die ISS. Er ist unter anderem Initiator des Projektes SIMON. Die Landwirtschaft auch geschrieben.
Zuvor hat er unter anderem 50 Jahre lang das ATV betreut, das heute im europäischen Servicemodul des Raumschiffs Orion ein Stückchen weiterlebt. Er war 11 Jahre lang ESA-Delegierter. Der Nominierte hat seine berufliche Laufbahn als Metallfacharbeiter begonnen. Wir haben heute schon Hinweise gehört, wie wichtig es ist. Ralf, du hast es gesagt, um sich lernen, die Hände schmutzig zu machen, einen praktischen Beruf erlernen, bevor man mit anderen Dingen weitermacht. Der Nominierte hat seine berufliche Laufbahn, wie gesagt, als Metallfacharbeiter begonnen und seine Berufsausbildung 2 abgeschlossene Studiengänge der Luft- und Raumfahrt folgen lassen. Ich wollte so viel wie möglich lernen, begründete er seinen Eifer. Von daher verwundert es nicht, dass unser Kandidat mit Freude, Aufgeschlossenheit und Kompetenz sein Wissen weitergibt und weitergibt. Rund um die Missionen von Alexander Gerst und Matthias Maurer war unser Nominierter das Gesicht der bemannten deutschen Raumfahrt. In seiner souveränen und begeisternden Art ließ er die interessierte Öffentlichkeit an der Mission und an ihren Inhalten teilhaben und erklärte den deutschen Steuerzahler seriös, aber sehr überzeugend, wofür seine Steuermittel bereitstellt. In seiner ruhigen und sympathischen Art hat er ein Millionenpublikum erreicht und von der Sinnhaftigkeit der Raumfahrt im Allgemeinen und der Bemannten im Besonderen überzeugt. Eine Begegnung mit diesem Mann, ob im Forum oder im persönlichen Gespräch, ist nicht nur erhellend und erkenntnisreich, es ist inspirierend. Ich weiß, und bei den Veröffentlichungen, Interviews, Podcasts und Foren noch nicht reichen, stellt er seine Kreativität als Science-Fiction-Autor unter Pseudonym und als Musiker in einer raumfahrtaffinen Band unter Beweis. Preisträger des Silbernen Merians 2023 ist der heutige Referent für Luft- und Raumfahrt im DLR-Vorstandsbereich Volker Schmid. So, jetzt geht's. Kein ganz schön lauter. Ich freue mich, dass Herr Volker Schmid heute diesen Preis verliehen bekommt. Ganz herzlichen Glückwunsch, sage ich Volker. Auf jeden Fall ist es so, dass ich schließe mich der Laudatio an. Ich glaube, das kann man gar nicht alles beschreiben. Wir haben uns in der letzten Zeit eben auch persönlich kennengelernt und haben viele Dinge miteinander besprochen, ausgetauscht. Ich danke dir auch nochmal für die vielen Beiträge, die ich in meinen Vorträgen von dir verwenden durfte, und möchte dir die Frage stellen, hast du eigentlich heute davon geträumt, diesen Preis zu erhalten? Nein, habe ich nicht geträumt. Ich hätte nicht im Traum damit gerechnet. Ganz, ganz herzlichen Dank, und ich möchte sagen, also ich bin geflasht, eigentlich auch sprachlos, aber das ist die Automatik, die jetzt kommt. Ich nehme den Preis natürlich stellvertretend entgegen, weil ohne Team ist das alles nichts. Also ich habe ein tolles Team gehabt, und insofern möchte ich dem auch dem Team widmen, was mich unterstützt hat. Und insofern, ja, Teamwork ist sehr wichtig in der Raumfahrt, und das haben die Vorredner alle auch ausgewiesen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ja, für mich ist das ein Ansporn, die Astronautik natürlich weiterzuführen. Ja, ich möchte dir das. Ergänzend zu meiner Frage möchte ich dir das Zitat widmen: Träume können sich erfüllen, wenn man seine Leidenschaft lebt. Und ich glaube ganz besonders, du hast diese Leidenschaft gelebt. Und deswegen darf ich dir, hier zeige ich dir nochmal, den Silbernen Meridian
eigentlich zum ersten Mal das Zweite, was gegeben wird in diesem Jahr, geschenkt. Bitte sehr. Ja. Herzlichen Dank.